Ach, was haben wir da? Grognack der Barbar. Na geil. Na moin. Also es gibt keine Einbußen bisher auf dem Kanal und keine Einschränkungen aufgrund fehlender Zeit und so weiter und so fort. Ich habe es bisher ganz gut auf die Reihe gekriegt, weil ich ja auch noch vorgearbeitet hatte. In meinen besten Zeiten halt bis zu 5 Wochen und davon zehre ich immer noch. Davon zehre ich immer noch. Zack! Werb zu Asche. Du Sohn einer räudigen kommunistischen Hündin? Jetzt hör doch mal auf mit deinem politischen Kack hier, du Fut. Aha. Moment. Was ist los, feige Sozi-Ratte? Schon müde? Hast du den etwas schon tot gemacht? Ja. Leider haben wir schon wieder. Ich suche nach anderen Dingen, nämlich nach Reparaturmöglichkeiten. Mhm. Wir sind immer noch überlastet. Weißt du, wir müssen mal raus hier. So, und wir können auf dem Weg nichts looten. Ich kann nichts mehr looten, Leute. Entschuldigung, Horsti. Muss sein. Hier wollte ich eigentlich nochmal. Grognack der Barbar. Nahkampfwaffen um 2 erhöht. Pugilismus. Waffenlos um 2 erhöht. Statistiken. Waffenlos. Ja, Pugilismus können wir noch ein paar Mal gebrauchen. Nahkampfwaffen. Ja, super. Ja, okay, alles klar. Und jetzt wollte ich euch noch mal was zeigen. Hier, wir sind eine kultivierte Person, neutral. Kultivierte Person, habe ich vorhin gerade gesehen. Getötete Leute 364, getötete Kreaturen 848, geknackte Schlösser, gehackte Computer, eingenommene Stimpaks 579. Gelesene Bücher 74, ist ja schon was. Erstellte Waffen 31, hoch. Mysteriöser Fremder zu Besuch. Ach, guck mal, was wir hier noch alles noch nicht haben. Ich weiß nicht, was das alles ist. Die tödlichen Sandmann-Attacken kriegt man durch irgendeinen Perk, den wir sowieso niemals kriegen werden. Füllte Aufgaben 21, entdeckte Orte 96. Ich muss auch gucken, wie viel es von dem ganzen Kram an sich gibt. Ich weiß jetzt nicht, kommen wir hier irgendwie raus aus dem Kram? Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, hier irgendwie was zu verschwenden. Also hier. So. Ich will eigentlich, dass wir hier zu irgendeiner Station kommen. Gott, ist hier viel Junk-Loot. Das tut mir in der Seele weh, das nicht machen zu können. Hoch. Na du. Ja, die US Army hat gar keine Chance gehabt, sich vorzustellen, du Vogel. Aber ich wollte gar keinen Watz verwenden mit dieser Waffe. Die ist sowieso einigermaßen OP. Mag ich mal so sagen. So, ja, und also auch weiterhin wird es dann wahrscheinlich nicht unbedingt Shortages an Material und so weiter, also Sachen geben. Erstmal, ich weiß nicht, wie das auf längere Zeit aussieht, gerade hier mit Fallout und auch mit dem guten Drakensang könnte es knapp werden, so dass ich das wechselseitig mache, also an jeweils eine Folge an einem Tag dann, also einen Tag Fallout, andere Folge, anderen Tag Drakensang und so weiter und so fort. Das kann alles sein. Denn ich komme nicht sehr oft zum Aufnehmen. Mit Minecraft ist es jetzt nur so, ich habe da eine Verrücktheit begangen. Trotz meiner eigentlichen Zeitknappheit bin ich mich hergegangen und habe ein Multiplayer-Projekt gestartet. Ich muss mal kurz was trinken, damit ich weiterreden kann. Und dann gehen wir raus und dann gehen wir handeln. Und ich würde sagen, vielleicht auch mal craften. Ich will mal sehen, ob ich irgendwas craften kann. Ich würde es nicht vercraften, wenn ich nichts craften kann. Ach Mann, nee, jetzt hör mal auf. Hm. Na, lad schon. Und nicht abstürzen, bitte. Promenade. Was Sie befehlen, Sir. Nix ich befehlen, Sir. Du Schnauze halten. Ich bin soweit. Naja, ich weiß. Das ist auch gut so. So. Wo sind wir hier eigentlich? Ach, du meine Güte. Das ist ein Supermutanten-Kackfrosch. Warte mal. Ja, wir können den nicht mal ausrauben, richtig. Es sei denn, wir schmeißen was weg. Warte mal, Waffen. Ich komme schon wieder durcheinander. Weil ich darauf jetzt eigentlich gar nicht vorbereitet war.
Da ist ein Überlord, ich hab's gewusst. Los, Leute, zeigt's ihnen! Ah. Der hat einen Superhammer. Na komm her! Ah, was? Knarre kaputt. Warte, Moment. Dreistrahliges Lasergewehr ist im Arsch. Scheiße, was ist hier los, Mensch? Alles ist im Arsch. Na gut, dann nehmen wir mal Schmuggel das Ende, das ist schön schnell. Wird vielleicht eine Weile dauern. Ist aber schön schnell. Das ist deine Schuld, dass du verwundet bist. Niemand sonst ist daran schuld. Ja, den Kram kann ich jetzt natürlich nicht mitnehmen. Wo sind wir denn hier? Lass mich mal gucken. Gib mir mal eine Karte. Wir sind hier beim Technischen Museum. Ja, da müssten wir eigentlich auch noch mal rein. Ich hoffe, ich komme jetzt hier rüber, ohne dass hier 100.000 Supermutanten auftauchen. Die spawnen nämlich hier immer wieder. Ja, das war jetzt gar nicht schön. Ja, Technisches Museum, da müssten wir dann wohl noch mal in den Untergrund. Apropos, Underground, kommen wir jetzt hin. Machen wir kurz einen Schnellspeicherstand, solange ich noch dran denke. Aber haben wir eben Supermut, die Overlord weggesnackt. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. So. Ja, ich kann hier immer nicht erzählen. Och, da ist er ja. Ich habe ihn gerade übersehen. Der war so gut getan. So, Minigun können wir auch nicht mitnehmen. Sir, ich halte Ausschau. Ja, das ist schon ganz gut so. So. Das läuft ja hier eigentlich ganz gut, ne? Also, wir sind schon fast irgendwie so ein bisschen OP, würde ich sagen. Lass mich mal sehen. Ja, ne, ich weiß jetzt nicht, wo kann man das sehen? Ich will mal kurz in die Statistiken noch mal gucken. Ja, also wir sind bald, warte mal, halt noch mal, wir sind bald auf dem Weg zu Level 28. Dann gibt es nur noch und zwei. Läuft so auf der Promenade. Aber wir haben nur noch zwei Level, die wir machen können. Hier Feierabend ist. So. Ja, also ich habe jetzt auch den Wahnsinn begangen und habe jetzt noch ein Multiplayer-Projekt Minecraft gemacht mit dem Weste und mit dem Alphons. Ja, obwohl ich ja eigentlich keine Zeit dafür habe. Und haltet euch fest, mit dem Alphons habe ich angefangen und habe mit dem gleich erstmal 6,5 Stunden aufgenommen, die eine Nacht. Das war eigentlich eine Ausnahme, weil, ich rede mal zu Ende, ehe mich das alles wieder unterbricht, weil, ja, ich an dem Wochenende nichts anderes vorhatte, also, und, ja, da konnte ich halt mal eine Nacht durchmachen. Alter, wo ist die Olle? Komm her. Aufstehen. Hallo. Wecki, Wecki, die Arbeit ruft. Ich hab genau das richtig. Ja, das finde ich gut. Die wacht auf, ne? Das möchte ich mal von mir so sehen. Moinsen erstmal. Die wacht auf und ist gleich vollständig so von wegen, hey, du, ich hab da dieses Angebot, ne? Katalognummer 720AZ7B. Schauen. Ich bin kein Mensch. Das können die andere Leute bestätigen. Okay. 5 mm Schuss. Ich nehme erstmal die ganzen Schüsse mit. Die Schusseldinger hier. So. Ich weiß nicht, ob ich Energiezellen und so ein Scheiß alles kaufen soll. Ich muss vor allen Dingen meine Sachen reparieren. Beziehungsweise reparieren lassen. Alter, ist die heute teuer. Elektrische Leiter nicht verkaufen. Ja, jetzt geht's wieder los hier mit den 10 mm Schuss verkaufen. Ja, jetzt geht's hier wieder los mit dem Rumgeschnapp von der Maus. Ich muss wirklich, ja, habe bisher keine Zeit dafür gefunden, auch bisher kein Geld gehabt. Da muss ich bis zum nächsten Monat warten. Ja, ja, ich werde nicht müde zu betonen, dass ich nicht reich bin. Weil neulich gerade wieder irgendjemand meinte so von wegen... Ach, erzähl doch keinen Scheiß, du hast Geld wie Heu. Ja, ich frage mich, wie solche Leute auf sowas kommen. Leute! Metal-Leute! So. Ich verkaufe mal den ganzen Schrunsens hier. Und hoffe mal, dass ich da... Ach, Alter. Ich reg mich gar nicht auf. Alles gut? Alles gut? Nein, das ist nichts gut.
Powerrüstung der Enklave. Könnte mir jetzt ein bisschen Geld bringen, die Powerrüstung der Enklave, aber ich werde die einfach behalten, weil Schrottpatronen weg damit, Stange Zigaretten. Also Zigaretten sind wirklich stinke teuer hier, ne? Und bringen richtig viel Geld. Ja. Du bist gerade eine Klaue. Vorkriegsgeld ist auch nicht schlecht. Zerbeulte Blechdosen. So, das ist aber nicht alles. Madame, ich komme gleich wieder. Mit so jemanden macht man gern. Und so. Robi. Robi, Tobi. RL3 ist Einsatz. Was Sie befehlen, Sir. RL3 ist mit allen Finessen ausgestattet, die ein guter Soldat braucht. Aber Ihr RL3 kann gegebenenfalls beim Tragen von nein, Ausrüstung den sein. Den Druckkochtopf gebe ich immer schön wieder zurück. Oder warte mal. Hochleistungsofen. Der muss eh nach Hause. Nur einfach das, was jetzt verkauft wird. Ja. 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 Oh, Ledergürtel, 3 Stück. Die werden wir gleich verbrauchen für hier Dings da. Todeskrallenhandschuh. Wir machen gleich mal craften. Minigun kann ich eigentlich auch mal nehmen, weil die werde ich gleich dann reparieren. Der hat auch noch eine Nuka-Cola Quantum dabei. Die kann er eigentlich auch behalten. Das kann er behalten. Hätte gar kein Lärmfleisch. Sensormodul, weiß ich nicht. Ich habe bei einigen Sachen immer noch nicht geguckt, ob das was zum Craften ist. Schön, das war's dann wohl mit ihm. Weiß nicht, ob ich heute so viel drauf bin. Ich bin so. Letzte Nacht nur 4 Stunden geschlafen. Ja, das ist wenig. Also ich finde, das ist wenig. Wo ist denn die Dame jetzt hin? Dame? Achso, die steht da in der Ecke wie so ein ich Geist. Ich hab genau das Richtige. Eigentlich ist sie ja sowas ähnliches wie ein Geist, ne? Die durfte ja nicht am Leben sein. Ich bin kein Mensch. Frag andere. So, Abraxo, bla bla bla, Brahmen-Outfit. Oh, guck mal, das chinesische Sturmgewehr, das ist richtig teuer gewesen. Hast du das gesehen? So, nee, den behalte ich mal lieber. Ja, und deswegen bin ich heute dann auch nicht so ganz wach, aber auch nicht so ganz müde. Wie gesagt, Arbeit läuft gut eigentlich, bis auf, dass ich halt früh, ich mag nicht früh aufstehen. Also zumindest nicht zwanghaft, und das Ding ist halt, 5 Uhr ist eine Stunde vor meiner Zeit. Also ich muss dazu sagen, eigentlich von meinem Naturell her bin ich morgens um 6 Uhr wach, ich muss um 5 Uhr aufstehen. Und dann geht es auf einen halbstündigen, so Durchschnitt halbstündig. Also je nachdem, wie die Rotphasen sind, wie die Grünphasen sind, geht es dann auf eine halbstündige, manchmal auch 3,5-stündige, wenn halt es ganz schlimm ist irgendwie so mit den, also manchmal hat man wirklich so eine Rotphase morgens. Hab auch noch nicht rausgefunden, woran das liegt. Ja, woran wird das wohl liegen? An der bescheuerten Ampelschallung, ne? Es gibt also Ampeln. Ui, ja, da habe ich ein bisschen viel gemacht, ne? Was könnte ich denn mal wieder zurücknehmen? Bisschen Junk vielleicht. Ja, ich will eigentlich nichts Teures zurücknehmen. Ja, doch, kann ich ruhig, aber... Dann gehen wir mal die Nuka-Colas zurück, dann kann ich vielleicht irgendwas anderes verkaufen. Sag mal, Alter, wie... Ja, da. So. Jetzt kann ich dann wieder den Norgelschlorkring verkaufen. Und lass mal gucken. Abraxo Putzmittel. Ja, das ist ja eigentlich Craftzeug. Will ich eigentlich nicht verkaufen. Obwohl ich annehme, dass ich niemals, aber auch niemals, weißt du, geht aufs Haus, Digga. Digge. Ja, und da sind wir schon Geben wieder. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie so. Und bis. Da sind wir wieder etwas reicher aus der Sache rausgekommen, als wir reingegangen sind. Denken Sie noch nicht einmal daran, hier einzubrechen. Das ist Schizo. Ich habe gar keine... Hallo. Hallo. Wird überprüft. Halt die Schnauze, Robi. Ich habe schon einen. Ich habe einen wie dich. Hallo. Was auch immer die da erzählen. Okay. Hallo. Ich gehe noch mal zum Butcher hier, weil der... Was darf's denn sein? Zum Schlachter. Ne, du musst mich nicht von der Verstrahlung. Ich brauche medizinisches Material. Ich bin so eh verstrahlt. Das kann dir jeder bestätigen. Digga. Alter, die Dinger sind immer noch tierisch teuer, ne?
Okay, ich will eigentlich nur den Rest-Junk loswerden. Und mir dabei auch Mühe geben, wirklich alles mitzunehmen. Hier Finanzen-Clipboard. Nee, ich habe eigentlich eben nach Winthrop gesucht, damit er unsere Klamotten repariert. Denn das wäre eigentlich mal gar nicht so schlecht. Hundefleisch, Kaffeetasse. Laserpistole kann weg. Alles ran, Fleisch. So, die neuen Nuka-Colas kannst du auch mal haben. Nuka-Cola, wie der Alfons sagen würde. Ja, also mit Alfons und Co. mache ich jetzt, also mit Alfons und Horst, die mache ich momentan. Da könnt ihr ruhig mal reingucken. Auch ihr, die ihr Minecraft eigentlich nicht mögt, das ist echt lustig. Es ist wirklich, es geht so schön ab. Es ist so wundervoll. Redex, war das? Ja, Strahlenresistenz. Okay, das können wir noch gebrauchen, auf jeden Fall. So. Dann mal tschüss und raus. Danke. Bitte. Immer. Ah, schon fast 2 Folgen. Alter, und nichts auf die Kette gekriegt. Ach so, ja, hier. Hallo. Patchwork. Was ist denn los? Ach so, hier sind wir. Ja, ich versuche hier gerade mich noch so ein bisschen zurechtzufinden. Wo ist Winthrop? Was ist das für ein Geruch? Und das ist mein Parfum. Kennst du als stinkender Zombie nicht? So. Ach ja, ich habe da noch was entdeckt auf der Aufnahme. Ein Glück, dass ich dran denke. Beim Durchsehen, als wir oben noch das Bild vom Lincoln Memorial geholt haben, da ist mir doch glatt noch was aufgefallen in der obersten Etage. Ihr habt wahrscheinlich auch schon gekichert und gesagt, hey, der Honk. Ja, also kann es denn mal kommen. Wo ist denn jetzt hier der Aufgang? Müsste irgendwo ein Aufgang zum oberen Stockwerk sein. Aha, ist das hier? Büros des Geschichtsmuseums. Gesichtsmuseum heißt das. So, da ist mir hier aufgefallen in irgendeinem der Räume, ganz oben, bitte, ganz oben. In irgendeinem der Räume. Ich muss mal ein Licht anmachen, vielleicht sehe ich es dann auch eher. Es muss hier hinten gewesen sein. Als wir hier das Bild vom Lincoln Memorial geholt haben, da habe ich mir gedacht, Alter, wie kannst du nur, ne? Also hier im Klo wird es nicht sein. Eher hier irgendwo. Scan-Vorgang läuft, Sir. Aha. Ja, ist schon gut. Hier muss irgendwo eine Vitrine sein. Ich weiß nicht wo. Aber den hier schon? Ja, den haben wir. Das haben wir hier alles schon. Verschlossen sehr schwer. Ich werde mich jetzt nicht mit dem Kram aufhalten, weil diese Tür müssen wir eigentlich auch gar nicht aufmachen. Sind wir hier wirklich schon ganz oben? Wirklich? Was ist das? Achso. Okay. Nee, wir sind noch. Wir sind offensichtlich noch nicht ganz oben. Da oben war es. In einem der Räume hier war ein Schaukasten. Da, genau. Und da ist nämlich Lincolns Repetiergewehr. Damit haben wir das letzte Artefakt von Lincoln. Hui! Ja, ist mir so aufgefallen. Und ich dachte nur so, Honk, halte ein. Und Honk hielt ein und nahm das Ding nicht mit. So. Ja, das ist eine einmalige Knarre, die kann man auch selber verwenden, aber ach, weißt du, Repetiergewehr, Schnippetiergewehr, was? Achso. Ja, die Leichen könnten ruhig mal despawnen. Also nach so langer Zeit könnten sie ruhig mal despawnen. Ja. Ja, ist schon meine Meinung. Habe ich es gerade meine Zunge gezeigt, dann muss ich die rausschneiden. Ja, der ist nicht neu. Okay. Dann mal rüber nach Megaton zum Wegbringen und Verkraften. Macht das richtig, Honk? So. Daten. Wo ist denn Megafon Megaton? Also bei diesen ganzen Markern auf der Karte wird es langsam schwer, noch irgendwas zu finden. Ist nicht ganz so schlimm. Also ich mache insgesamt jetzt 2 bis 2,5 Stunden. Damit werde ich nicht lange hinkommen mit dem Material, wenn es täglich kommt. Aber wie gesagt, ich behalte mir vor, dass es halt 2-tägig kommt. Es ist ja nun auch nicht so, dass Fallout hier voll der Burner wäre.
Also da ist das neue Multiplayer, muss ich noch mal darauf hinweisen. Auch für diejenigen, die Minecraft hassen. RL3 ist einsatzbereit. Ja, ist RL3 gut. Ist mit allen Finessen ausgestattet, die ein guter Soldat braucht. Aber ihr RL3 kann gegebenenfalls beim Tragen von Ausrüstung behilflich sein. So, ich bin überlastet und kann nicht laufen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin soweit. Kann ich Ihnen dienen? Das ist gut, dass du soweit bist. Ich bin auch soweit.